Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Die rosa Blume hat eine Bedeutung, ja? Ich gehe davon aus. Ich habe die nämlich schon ein, zwei Mal gesehen. Aber ich kann halt nichts damit anfangen. So, hier wäre, also hier ist Verdacht, Startpunkt, also. Wie man es sehen will, rechts oder hoch, ne? Ist nicht? Auch nicht. Also hier, irgendwas ist das hier gut, aber ich weiß noch nicht wofür. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche. Hier ist so ein kleiner geheimer Wasserfallweg, der uns auch ganz funny ist. Aber, naja, der bringt mir auch nicht viel. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Ach, hier war die Truhe. Ja, 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 den Weg hatte ich ja damals schon gefunden gehabt. Ui. Also was die rosa Blume für eine Bedeutung hat, no idea. Sherlock, no idea. So, hier. Den habe ich. Den habe ich mir gerade aufgezeichnet, den Klotz. Wofür der ist, keine Ahnung, aber erstmal habe ich ihn aufgezeichnet. So. Das ist halt schon wieder so, ne? Diese Kleinigkeiten. Ich glaube, wir müssen dringend auf Blumen aufpassen. Das klingt so doof, wenn ich sage, auf Blumen aufpassen, aber so auf, die auf dem Weg liegen, weißt du? Hier waren wir drinne. Hier haben wir... Irgendwas haben wir da bekommen, ich weiß gar nicht mehr was. Auf jeden Fall haben wir da was bekommen. Den haben wir schon hinter uns und... Hier war der Weg nach unten zu der einen Küste, ne? Genau, also nichts Fancyes, da kamen wir unten an und da... Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Also wir konnten hier tatsächlich lang, das hätte uns viel Weg gespart und Zeit. Weil... you see? Ich kann euch die Seite mal gerade aufrufen. So, wir sind da oben. Aber mehr hätte ich jetzt hier halt auch erstmal nicht bekommen. Aber man hätte halt hier erstmal ein bisschen Weg gehabt, mit dem man hätte ein bisschen was machen können, weißt du? Was ja ganz cool ist. Aber well, that's it. Ist ja gut, Vogel. Schrei du eine Runde rum. Also, no way for me, Sir, hier oben. Hier habe ich das eingelöst. So, und jetzt kommen wir schon wieder in den Bereich, wo ich mir denke, so, okay, da brauchen wir schon wieder Fähigkeiten. So, mal guck an. Wir sind hier und da brauche ich wieder Jump-Fähigkeiten. Denke ich zumindest. Weil... Das ist jetzt nicht schwer, weißt du, das kriegen wir hin. Oh, das ist eine Münze, sehr schön. So, und jetzt stehe ich hier. Alleine und verlassen. Und das ist ja auch noch okay. Das ist so ein Mini-Ding hier oben. Aber siehst du da unten drunter, im Süden? Das ist eigentlich der Real Shit. Ich glaube, dass da richtig noch was zu holen ist. Weil hier... Hier müsste irgendwas gehen. Weißt du, ich komme hier drauf. Ich will da drauf. Hier waren mal Brücken. Irgendwas war da. Aber ich weiß nicht was. Oh. Oh. Oh, holy fuck. Okay. Das ist aber relativ gut, das Stück. Das fühle ich hier. Der runter, dann geht der runter. Muss ich gerade mal kurz zeichnen. Also nach der Kante geht der so. Und
Hier habe ich einen so. Oh, das scheint dann in der Mitte sozusagen das Startsymbol zu sein. Kann das sein? Sieht so ein bisschen wie das Startsymbol aus. Wieder runter und dann rechts. Und hier oben nach dem Ding macht er eine Biege. Interessant. Ah, den habe ich mir mit aufgeschrieben. Okay, aber ihr seht ja, da komme ich nicht weiter. Ja, das ist so krass, ne? Aber es macht, ey, ohne Scheiß, es macht auch so viel Spaß, das rauszufinden, ne? So, du stehst da und grübelst dir stundenlang ab. Ich meine, man hat so zwischendurch die Bedeutung. Guck mal, hier siehst du, dass da ein goldenes Stück liegt auf der Karte. Und die Karte ist so furchtbar hilfreich. Du musst sie erst überhaupt nur lernen zu lesen. Habe ich diesen kleinen... Habe ich diese kleine Höhle da abgecheckt? Es sind halt so viele Informationen in dieser Karte, die du erst gar nicht verstehst. Und das finde ich so krass. Ne? Weil halt auch manchmal einfach, dass du mit Winkeln arbeiten musst, wo du stehst beim Spielen und denkst, ja, okay, das ist, keine Ahnung. Damit bin ich in die Räume hier gekommen. Okay, I guess. Ich bin gerade am Schauen, ob ich die eine Höhle da mitgenommen hatte. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Die war nicht hier. Die war hier, ne? Oh nein! Ihr Bastarde! Es gibt einen Low Way nach unten. Aber was bringt mir das, wenn hier die Leiter ist? Hä? Why? Guck mal, da wärst du nie drauf gekommen. Never ever, dass hier was ist. Aber was bringt das mir? Also ich habe keinen Mehrwert davon, weil hier eine Leiter ist. Hm. Change. Ja, die Leiter gab es tatsächlich von Anfang an. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Hm. Also Vermutung wäre jetzt hier, aber da komme ich nicht wirklich weiter. Hier ist auch nichts. Ich würde jetzt wieder in den Bereich gehen, in den ich schon mal war. Auf der Hoffnung, dass ich da was finde, aber... Also mir fehlt halt definitiv eine Fähigkeit. Ich kann zum Beispiel auch in diesen Totenkopf nicht rein, weil ich nicht springen kann. Das ist ganz strange. Also irgendwas muss mir in der anderen Welt entgangen sein. Oder auch hier. Was ist das hier? Warum kann ich das nicht so einfach... Guck mal, jede dieser Seiten hat irgendeine Form. Also das ist auch ein Rätsel. Ich verstehe noch nicht, wie es funktioniert. Ärgerlich, aber... Naja. Das war noch nicht das Hopfen und Malz versammeln. Kannst du das mit deinem roten Band greifen? Du redest von meiner... von meinem... Hier, den da. Diese schweren... Nein, eben nicht. Ich kann das nicht targeten. Ich weiß nicht, was hier fehlt. Ob ich Wasser abpumpen muss oder sonst was. Also irgendwas hat sie aufgeregt. Ich meine, das war hier ein Secret Part. Den haben wir ja geöffnet. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Aber nachdem wir gecheckt haben, wie das funktioniert... Aber ATM? Stehe ich hier und sag so, ich habe keine fucking Ahnung, wo ich hin muss. Das heißt, ich würde in den Bereich gehen, in dem ich schon mal war. Und würde den nochmal langlaufen. Weil ich habe keine bessere Lösung. Wirklich nicht. Stehe und sag so, okay. Und nun? Wenn ihr habt, lasst es mich wissen. Innere des Ostgewölbes. Oh, hier war der erste Boss. Genau, hier war dieser Roboter. Ja, ja, ja. Aber hier ist nicht nochmal irgendwas nachgekommen oder so, ne? Hier war der erste Boss. Der war gut.
Haben sie schön gemacht. Ich glaube, sogar First Ride. Oder? First Ride? Ich glaube ja. Das war auch nice. Der hat mir gefallen. Zweiten Boss haben wir auch schon down. Muss ich gerade nochmal checken, ob ich auch richtig bin. Und ich glaube. Ich glaube, dafür hatten wir sogar eine Karte. Ja, hier, genau. Den habe ich. Auch hier gibt es einen Part, wo ich springen muss. Daher, irgendwas hat es mit Springen auf sich. Irgendeine Form von... Also es hat irgendwas damit zu tun, ich weiß nur noch nicht was. Gib mir dein Geld. Oh. Magie nehme ich natürlich auch gerne. Wenn ich schon mal hier bin. Aber das ist nicht der Call. Ich glaube, da gab es auch keine große Tür, die ich irgendwie bisher übersehen hatte oder so. Also ist mir nicht bekannt. Sagen wir es lieber so. Ich regeneriere jetzt mal kurz. Also was habe ich übersehen? Im Süden, wo du vorhin warst, gab es vor einer Mauer noch ein paar gelbe Blumen. Die waren zumindest irgendwie produziert. Im Süden, wo ich eben gerade war... Moment. Jetzt gerade, wo ich eben war. Du redest hier. Schon ein paar Minuten her. Also wir reden von der Main-Karte. Hier irgendwo, als wir da waren. Oder als wir hier unten waren. Auf der Hauptkarte. Und wir waren ja eben da, in der. Wir können auch mal gern zurückgehen, aber... Ah, die falsche Sache. Ich musste, glaube ich, nach unten links, ne? Ja. Ich will wieder raus. Ja, da bist du mal nach unten rausgegangen. Ich hab mal geladen. Das könntest du eigentlich nicht meinen, aber wir checken das mal gerade. Damit du jetzt gerade weißt, wo ich bin. Ich bin hier. Du müsstest mir jetzt nur verraten, was du meinst. Oh mein Gott, hier gibt's eine Leiter? Gott, was hasse ich das Spiel. Deine Orientierungslosigkeit hinzu. Dann bin ich beruhigt, dass es deine ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wo hier Blumen waren. Ich glaube, nachdem du im Startgebiet warst. Nachdem ich im Startgebiet war. Ich bin für jeden Tipp gerade hilfreich, den ich sehe, bevor ich jetzt mich nämlich da wieder hinbegege und sage, Elebatch. Eine steinerne Brücke, an der du unten lang gegangen bist. Ja, das ist hier gewesen. Es war hier. Bin ich hier unten lang gegangen. Wenn du nicht so viel Geld wärst, ne? Echt jetzt mal gut Geld. Oh, Herzchen. Was Schönes brauche ich ja nicht. Habe hier unten einen schnellen Weg mittlerweile. Und das, was du meinst, ist, als ich hier unten lang gegangen bin.
Wahrscheinlich, gehe ich jetzt von aus. Du meinst hier? Nee. Ich glaube, das hatte ich sogar schon probiert gehabt. Weil ich gedacht habe, wegen den Bäumen. Aber, hey. Nein. Leider nein. Naja, hey, du. Appreciate help. Ich muss ja selber gerade ein bisschen versuchen, klarzukommen. Ja, ja, genau. Also das Spiel ist halt so gesagt so Tonnen von Secrets. Ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, ne? Auch so hier. So. Eigentlich willst du ja die Lösung hier haben. Ja. Danke. Mal einfach Platz. Danke. So. Hat das eine Bedeutung, dass man nur eine andere Farbe? Ja, wahrscheinlich, aber ich weiß noch nicht was. Darum will ich ja Seiten finden, denn je mehr Seiten ich habe, desto mehr Antworten bekomme ich ja. Das ist ja für mich so das Relevante. So, ich bin jetzt ernsthaft gerade unsicher, welcher von den blöden Steinen das hier ist. Ist das der hier? Einer von denen ist auf jeden Fall, nee, das ist schon wieder falsch. Ich will wieder zurück in den alten Gebiet, wo ich bin. So, wer ist es? Einer von euch ist der Glückliche. Jackpot. Genau, so, zu dem will ich jetzt hier zurück. Von dem bin ich ja gekommen damals. Und guck mal, das ist auch der ganze Weg, den wir gefunden haben. Hier habe ich das Gefühl, gibt es eine Ability. Die habe ich verpennt. Also es ist wirklich mein Gedankengang, dass ich hier irgendetwas verpennt habe an Fähigkeit. Ich meine, von da bin ich gekommen. Damals. Also dass hier irgendetwas ist, was ich nicht gesehen habe. Wir haben Shortcuts mittlerweile freigeschaltet. Was ist Quick? So, hier nehmen wir wieder die Gasmaske rein, denn die werden wir brauchen. Bringt das was, wenn ich jetzt hier meditiere? Ne, oder? Den kann ich nicht mehr runterholen, ne? So, ich weiß mittlerweile, dass es hier auch einen geheimen Gang gab, irgendwie für hier unten. Genau. Das ist auch so eine Dreistigkeit, ne? Den habe ich ja noch so spät kennengelernt, Digga. So, aber ich. Sorry, I don't know. Ich stehe hier und sag so, okay. Which way to go? Den hier unten, den Weg, den haben wir ja damals gefunden. Ne, wie wir hier runtergekommen sind und so. War ja nicht ganz so schwer. Und hier unten war, glaube ich, auch nur eine Truhe. Ja, genau, die haben wir gefunden gehabt. So, aber... Irgendwo muss es noch Dinge geben, die ich hier nicht gerafft habe. Das heißt, wir halten jetzt auch mal Ausschau nach anderen Dingen.
Easy. Kriegen wir alles hin. Na, Häschen, können wir nicht weglaufen. Ist das so? So. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, während ich hier noch durch die Gegend rätsel. Euer Sly. Ciao.